Und damit herzlich willkommen zu einem königreichen Städt im April 2024. Und ja, ich musste mich erstmal durch eine ganze Invasion an Savegames durchschlagen, um hier anzukommen. Um mal ganz kurz einen Teaser zu geben, es sind ein paar Savegames gemacht worden, bis ich hier beim Königreich wieder bin. Auf jeden Fall nicht wenig für die letzten drei Missionen. Ihr seht sie ja schon aktuell auf dem Kanal. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ihr Königreich... Ja, stimmt, da ist es nicht mal ein Spoiler. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr Königreich entsteht, jetzt hier seht, sind eigentlich alle Folgen schon draußen. Das heißt, es wird nichts mehr für die Zukunft gespoilert. Auf jeden Fall gab es hier ein paar Spielstände, vor allem für die letzte Mission. Habe ich ein bisschen viele angelegt, aber was soll's. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem gemeinsamen Königreichen Städtprojekt. Und was das angeht, nochmal ganz kurz der Disclaimer. Für alle Leute, die es interessiert, was ist ein Königreichen Städt? Das ist kurzum einfach eine kleine Danksagungskampagne für alle, die mich auf Patreon unterstützen. Das ist quasi, wie ich immer sage, eine glorifizierte Danksagungsliste. Entschuldigung, übrigens für den Aufstoßer eben, das ist halt für den Augenblick, wenn man gerade was gegessen und was getrunken hat vor der Aufnahme, weil man sich denkt, hey, mit leeren Magen aufzunehmen ist doof und dann stößt es dann auf und denkt man sich, war doch nicht die beste Idee. Aber ja, das Ganze ist wie gesagt eine kleine glorifizierte Danksagung und ja, alle Leute, die mich auf Patreon unterstützen, bekommen hier in diesem Königreich in Städten eine Erwähnung. In diesem Königreich entweder als jemand, der Teil der Garde ist, unserem Utvinianischen Sonderschutzregiment, oder aber sogar Teil des Adels wird und selbst Karten bebauen kann. Denn es gibt einen großen Mega-Screenshot, da seht ihr Teile davon schon in der Beschreibung verlinkt. Ganz fertig sind sie noch nicht, weil da fehlen halt noch ein paar Karten. Aber alles in allem gibt es hier in dieser zusammenhängenden Welt, die aus mehreren Kartenabschnitten besteht, mehrere Länder, die sich quasi zu einem Königreich zusammenfügen, von denen am Ende eines jeden Jahres, zumindest im Idealfall, aber alle paar Jahre, sagen wir es mal so, und im Idealfall, wenn es komplett fertig ist, ein Mega-Screenshot gemacht wird, der dann quasi so als eine allgemeine Übersichtskarte dieses Königreichs, das hier entsteht, deswegen ja der Name des Projekts, so, ja, für alle zur Verfügung steht, sagen wir es mal so. Und apropos für alle zur Verfügung steht, das gilt natürlich auch für die Maps, die hier entstehen. Die sind für alle zur Verfügung, frei zum Download auf meinem Discord-Server. Das Ganze mit der Patreon-Unterstützung ist halt für die Leute, die es noch einreichen wollen, für den Mega-Screenshot. Okay, so viel dazu. Und ich würde mal sagen, ja, vielen Dank natürlich nochmal an alle, die mitmachen bei dem ganzen Spaß. Aber natürlich auch an alle, die zugucken und einfach so an dem Projekt interessiert sind. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz durch, was wir heute haben. Heute wird kein allzu langer Tag werden. Und ich weiß, das sage ich immer, dann wird es eine halbe Stunde. Aber wir haben heute wirklich nicht sehr viel zu tun. Wir haben eine Beförderung zum Adel. Und wir haben ein paar kleine Aufwertungen, aber nichts zum Vorstellen soweit. Das heißt, wir sind tatsächlich relativ schnell heute durch. Okay, gehen wir mal ganz kurz durch mit den Top-Rängen, mit den Top-5-Rängen, sowohl im Adel als auch in unserem Regiment. Top 5 im Adel, unsere 5 Herzoge. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Habe ich überhaupt passende Waffen, die ich brauche für... schau mal einer an, ich habe keine Rüstungen. Wir haben viel zu viele Schwerter und wir haben viel zu viele Harnische. Da müssen wir mal was gegen machen. Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Und das kriegen wir am besten los, indem wir ein bisschen was verbrauchen. Und zwar von etwas, was wir zu viel haben. Armbrustschützen brauchen wir eigentlich keine, aktuell. Ich meine, 4 Armbrüste kann man mal lassen für den Fall, dass jemand einen Sonderwunsch hat. Da sagen wir es mal so, 2. Achtung! 2 können mal weg. Hinfort seid mit euch. Ihr sicher, Sire? Ja, Herr. Und machen wir mal 4 Streitkolbenkämpfer. Was gibt's? Ja, Herr. Ja. Okay, die kommen auch gerade aus verschiedenen Manchmal Ecken. Hilft nur Muskelkraft. Wir 4. Ihr gehört nicht zum UdSSR, aber wisst ihr was? Ihr könnt mal als separater Schlägertrupp irgendwo stehen. Wir haben ja auch separat ein paar Leute stehen, die nicht Teil des Ganzen sind. Ja, hier hinten, wo die bösen Sachen sind. Stellt euch da mal mit auf, das passt ganz gut. Jetzt haben wir ein bisschen Platz, dass hier auch Rüstungen hoffentlich reinkommen können. Warte, haben wir einen extra Rüstungsständer Platz jetzt, ist die Frage. Wenn nicht, dann gehen wir natürlich her und dritten. Ja, komm. Ja, Herr. Machen wir noch unseren Schlägertruppen ein kleines bisschen größer. Wie soll das gehen? Jetzt sollte eigentlich der Platz da sein, dass Rüstungen reinkommen. Das wird nämlich wichtig. Holteisen geht zur Arbeit. Okay, ihr braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Das ist in Ordnung. Können wir kurz warten. Weil eine Rüstung werden wir heute auf jeden Fall brauchen, so wie es scheint. Schwerter werden jetzt eingestellt. Oh, guck mal, da ist schon die Rüstung da. Wunderbar. Okay, gut. Jetzt mal zu unseren Top 5 Herzogen im Königreich, im Adel. Da haben wir auf Platz 1 Xardas von Molag Bal.
Dann auf Platz 2 jetzt frisch aufgestiegen, Vive Souls, Vive 98 Souls 11. Er ist jetzt quasi der zweite Herzog im Bunde. Dann auf Nummer 3 haben wir Georg Rinner, der Berglöwe. Auf Platz 4 Roy Tikai, der Drache. Und auf Nummer 5 Werner V, also Werner Fenwill fliegt raus, der Eiserne. Das sind unsere 5 Herzoge im Königreich, die dann quasi am Ende auf Mega-Screenshot quasi ihr Herrschaftsgebiet noch zugeteilt bekommen. Je nach Rangfolge mehr oder weniger Lehen und Grafschaften unter sich haben. Okay, soviel zu unserem Top 5 im Adel. Dann haben wir unsere Top 5 in unserem UdSSR. Da haben wir auf Platz 1 Sebastian Braun als den Leiter der Königsburg. Dann Anduko als den königlichen Heerführer. Auf Nummer 3 Jonsch, der Runenkrieger, als der Leiter unserer zweiten Burg. Da hinten, wo schön gerade nicht sehr viele Waffen produziert werden, weil alles eingestellt ist. Aber Rüstungen gibt es da noch. Und dann haben wir noch Thomas Reiter auf der Nummer 4 als Leiter des Gefängnisses. Und Herzog Wolpe, der Wolf, als unseren Statthalter. Wunderbar. Oh, ich sehe gerade, ich könnte auch mal wirklich das Vorratslager ein bisschen wieder reduzieren. Da ist gerade wieder ein bisschen viel los. Wir haben vor allem viel Mehl. So, wunderbar. Okay, perfekt. So viel zu diesem ganzen Spaß. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir noch schnell die Beförderung durch. Da gehen wir mal kurz auf Seite 1 wieder. Und zwar, habe ich mir sogar merken können, aufgestiegen in den Adel ist aktuell jetzt für diesen Monat Streaktaker, den ich damals leider missverständlich Steaktaker genannt habe. Mittlerweile weiß ich auf jeden Fall besser Bescheid, beziehungsweise die letzten Jahre, ist ein bisschen Zeit vergangen. Streaktaker ist aufgestiegen von Ritter Doppelplus natürlich jetzt zum Lehnsherrn Plus. Also das bedeutet vom Ritter, der potenziell sowohl Lehnsherr als auch Graf werden kann, dass jedes Plus steht für eine Beförderung, ist er jetzt zum Lehnsherr, also zum Adel aufgestiegen. Mit dem Plus dahinter, weil er auch potenziell Graf sein könnte, wären den Grafschaften da. Aber Streaktaker ist jetzt vom Ritter Doppelplus eben aufgestiegen zum Lehnsherr und ist jetzt im Adel. Und jetzt möchte ich bloß noch finden auf der wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich habe das schon übernommen, ne? Das müsste ich eigentlich übernommen haben. Ah, da haben wir ihn doch. Der hat sich ziemlich versteckt auf meiner Liste. Streaktaker hat das Spaltmoor bekommen. Grafschaft 3, Lehn C. Das gucken wir uns gleich nochmal an, was er bekommen hat. Aber Streaktaker, deine Zeit ist gekommen. Du darfst hinausreiten. Was habt ihr vor? Warum steht unten noch ein Armbrustschütze? Du darfst hinausreiten und das Spaltmoor beziehen. Du hast jetzt offiziell die Erlaubnis, das Spaltmoor zu bebauen und einzureichen. Wie das Ganze funktioniert, kann ich später nochmal erklären für alle. Aber alles in allem, die Leute, die jetzt dann quasi ausgewählt wurden, eine Grafschaft zu bekommen, die können jetzt natürlich, ich meine, ihr könnt alle die Karten runterladen, die es im Discord zum Download gibt. Aber die Leute, die jetzt eben ausgerufen werden, haben dann speziell das Privileg, die Map einreichen zu dürfen. Und zwar auf dem Discord-Server gibt es eine eigene Rubrik mit Ein Königreich entsteht Maps Einreichung. Und dort darf man die dann einreichen, dass die dann vorgestellt werden fürs Projekt hier und für den Mega-Screenshot berücksichtigt werden dann. So, Streaktaker ist hinausgeritten, der Kornspeicher ist voll, um das Spaltmoor zu beziehen. Wunderbar. Dann haben wir noch ein paar kleine Beförderungen von unserer Garde. Da hätten wir unter anderem... Da wären wir doch. Die Beförderung von Daniel Renner vom Ritter zum Ritter Plus. Wie ich schon erwähnt habe, jedes Plus steht für eine potenzielle Beförderung zum Adel hin. Ritter Plus bedeutet, man kann Lehnsherr werden. Ritter Doppel Plus bedeutet, man kann Graf werden, sollte denn eine Grafschaft da sein. Okay, ja. Daniel Renner vom Ritter zum Ritter Plus. Hat sich sonst nichts getan. Also muss man nichts optisch machen. Dann haben wir Lou Gecko. Aufstieg vom Schwertkämpfer zum Ritter. Da haben wir schon mal gleich wieder Verwendung für das eine Pferd, was frei geworden ist. Wir werden nicht gebraucht. Steht zu Diensten. Als nächstes hätten wir Xirak. Er steigt auf vom Pikinier zum Schwertkämpfer. Das heißt, ein Pikinier muss weg, ein Schwertkämpfer muss her. Ei, auflösen. Wir sind bereit. Dann als nächstes hätten wir der Fotograf. Er steigt ebenfalls vom Pikinier zum Schwertkämpfer auf. Ei, auflösen. Wir sind bereit. Und zu guter Letzt, wie es aussieht, ja, das ist die letzte Beförderung für heute, hätten wir Solede Flocker. Er steigt auf vom Lanzenträger zum Streitkolbenkämpfer. Da könnten wir jetzt einen vom Gefängnis nehmen, aber das ist unser spezieller Gefängnisprügel. Unser Gefängnisprügelkommando da hinten. Das heißt, wir nehmen einen ganz frischen. Gehen wir.
Wir rücken ab. Ja, Herr. Wunderbar. Das wäre soweit gewesen. Wir warten noch kurz, dass wir die passend hinzuziehen können. Wie lautet der Plan? Und alles ist gut. Diese Ritterhorde, die wir immer noch haben, obwohl wir schon so viel im Adel haben mittlerweile. Ja, perfekt. Die gesamte Auflistung seht ihr natürlich wieder auf Patreon, für alle, die mitmachen. Und natürlich gibt es am Ende noch eine Legende mit allen Leuten, die mitgemacht haben, von Anfang bis Ende. Das sind eine ziemliche Menge. Ich habe jetzt fünf DIN A4 Seiten hier vor mir, mit einer Auflistung von Leuten. Das ist schon echt nicht zu verschätzen. Gut, dann hätten wir das. Und ich würde mal sagen, wir speichern das mal unter April. Und speichern. Ich hoffe, der Speicherstand funktioniert. Ja, sehr gut. Weil ich habe jetzt wieder ziemlich viele Speicherslots hier verbraucht. Und irgendwo ist eine Obergrenze. Das haben wir auch schon mal rausgefunden. Jetzt würde ich sagen, begeben wir uns mal wieder auf die Reise, die Lehen zu begutachten, die noch übrig sind. Hier gilt es wieder wie jeden Monat. Alle Leute, die mindestens den Rang Ritter Plus haben, dürfen bei der Beanspruchung mitmachen. Und jeden Monat wird nur ein einziger Wunsch berücksichtigt. Also, gehen wir erstmal hin, wo wir sind. Sind überhaupt noch welche übrig, ist die Frage. Ich bin ja ganz falsch. Ich bin nicht bei Invasionen. Ich mach's aber auch jedes Mal. Jedes Mal schaffe ich es auf neue. Wirtschaftsfreies Bauen war's. Ja, es ist noch was frei. Okay. Also, allgemein, was die Lehnsvergabe angeht. Jeder, der mindestens den Rang Ritter Plus hat, kann ein Lehen beanspruchen. Wie gesagt, allgemein jeder, der das hier sieht und auf dem Discord ist bei mir, kann die Karten runterladen und verwenden und nutzen, wie er sie will. Aber das ist jetzt eben für die Einreichung, für den Mega-Screenshot und für die Vorstellung hier. Und ja, da werden eben die Lehen auf Personen zugewiesen, die Teil der Patreon-Kampagne sind. Und ja, wenn man mindestens genug Ehrenpunkte hat, um zum Ritter Plus aufzusteigen, beziehungsweise wenn ihr den potenziellen Rang Ritter Plus mindestens habt, das wisst ihr ja, ihr steht ja mit aufgelistet da, dann könnt ihr mindestens ein Lehen beanspruchen. Wenn ihr Ritter Doppelplus seid, sogar eine Grafschaft, also eine große Map, gibt es aber aktuell keine. Aber auf jeden Fall können sich hier alle angesprochen fühlen, die mindestens einen Ritter Plus haben. Und die können dann eben ein Lehen beanspruchen, von denen ich jetzt mal durchgehe, welches sind. Wie beansprucht man das Lehen? Ganz einfach. Jeden Monat auf Patreon poste ich immer die aktuellen Ehrenpunkte. Und unter meinen aktuellsten Post von diesem Monat antwortet ihr einfach und schreibt, was ihr gerne hättet. Es wird immer ein Post im Monat berücksichtigt, und zwar immer der von denjenigen mit den meisten Ehrenpunkten, wenn es so ein Stechen gibt und mehrere Leute wollen was haben. Diesen Monat war es beispielsweise auch Streaktaker und jemand anderes. Ich hatte es bis eben im Kopf. Ja, es war. Mal gucken, ob ich ihn spontan auf der Liste sehe. Vielleicht, aber leider... Macht's vielleicht Klick bei mir? Es war jemand mit... Wenn nicht, ist auch nur halb so wild. Aber es war jemand, der mindestens Ritter Plus war. Komm schon, das wurmt mich jetzt ein kleines bisschen. Weil ich weiß sehr, sehr genau, wer es war. Aber ich komme gerade spontan nicht drauf und ich möchte den Namen auch nicht falsch sagen. Okay, wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz. Oder? Ich guck mal ganz kurz. Ja, Mensch, ich tapp gerade raus und schaue nach dem Namen und dann ist es mir auch wieder eingefallen. Sir Etrax war's. Ja, Sir Etrax und Streaktaker haben sich so ein kleines Stechen gegeben. Streaktaker hat eben mehr Ehrenpunkte, dementsprechend wurde sein Wunsch erstmal erfüllt. Aber die Chancen sind noch nicht vorbei für Sir Etrax, denn es gibt ja immer noch Lehen, die frei sind. Und apropos Lehen, die frei sind, gehen wir mal durch, was noch frei zur Beanspruchung steht. Wir haben noch Grafschaft 1, Lehen. Obwohl, halt. Bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal an, was hier von Streaktaker beansprucht wurde. Und das war ja Grafschaft 3, Lehen C, das Spaltmoor. Genau. Da gucken wir mal ganz kurz, was jetzt hier von Streaktaker bezogen wird. Hier. Ist sogar schon vergeben, ist sogar schon hier nummeriert. Natürlich. Das Moor, das gespalten ist in der Mitte durch den Fluss, daher der Name. Ja, Streaktaker, viel Spaß beim Bebauen hier vom Spaltmoor. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz durch, was jetzt noch frei ist. Das ist tatsächlich nicht mehr sehr viel. Wir haben noch frei... Komm, Musik darf nur das switchen, dankeschön. Wir haben noch frei die Torf... Nee, halt, das kann nicht sein. Ja, die ist nicht frei, die ist von Freiwild. Das ist spontan, echt.
Freiwild ist sowieso so ein richtiger Illusionist hier. Einfach nur zum einen, weil ich oftmals denke, das Gebiet ist noch frei, obwohl es von Freiwild ist, und weil Freiwild mit einem Punkt dazwischen ist, also wie die Band auch, und ich das als Map abspeichern will, man speichert ja als Punkt-Map-Datei ab, und wenn ich frei.wild.map mache, dann wird der Punkt für die Dateierkennung vorher gesetzt und dann steht die Datei nicht richtig. Also Freiwild ist ein richtiger Schlingel mit seinem Namen, das ist Wahnsinn. Ja, was haben wir noch frei? Wir haben das Nabstromland noch frei. Das kann immer noch. Wundert mich, dass niemand das Nabstromland bis jetzt haben wollte. Weil, klar, es ist relativ plain and simple. Also es ist wirklich relativ flach gehalten und nicht so besonders vom. Alter, was ist denn das für ein Quader an Rehen? Hä? Wo sind die hin? Hilfe! Ah, jetzt haben sie sich verteilt. Aber ja, ist an sich plain and simple, ist eine relativ einfache Map. Aber hier ist halt massiv Platz, um was aufzubauen. Hier kann man sich relativ ziemlich ausloben. Ausloben vor allem, ja. Ihr wisst Bescheid. Ausleben. Ja, ein Abstromland ist noch frei. Und ich glaube, das war's schon. Ne? Ich glaube, wir hatten fast nichts mehr an normalen Gebieten. Gehen wir nochmal ganz kurz durch. Aber das war's. Es war nur noch das Abstromland im Hauptgebiet. Ja. Heftig. Nur noch das Abstromland ist in unserem Hauptkönigreich frei. Aber neben dem Hauptkönigreich haben wir natürlich noch Kolonien. Und ich würde sagen, genau zu denen gehen wir jetzt mal. Und da wählen wir bei den Kolonien, von denen auch gar nicht mehr so viele übrig sind. Hier gilt die neueste Regel, dass man sowohl ein Lehen auf dem Hauptgebiet haben darf, als auch eine Kolonie. Also das heißt, man darf von jedem eins haben. Damals war es so entweder oder, aber dann hat die Kolonie niemand mit dem Arsch angefasst. Das heißt, oder zumindest angeschaut. Mit dem Arsch anfassen? Die Maps so nehmen, ausdrucken und dann so mit dem Hintern hochheben. Rein theoretisch möglich, aber darüber wollen wir heute nicht diskutieren, sondern welche noch frei sind und welche besetzt werden können. Allgemein, wie gesagt, jeder, der schon ein Gebiet auf dem Hauptland hat, aber noch kein, ist eigentlich egal was. Also jeder, der jetzt schon ein Gebiet im Hauptkönigreich hat und noch keine Kolonie, kann hier beanspruchen. Aber auch jemand, der noch gar nichts hat an Ländereien, kann hier ebenfalls beanspruchen. Nur Leute, die sowohl als auch schon haben, also die sowohl schon ein Gebiet haben im Hauptkönigreich als auch schon eine Kolonie, die können hier nicht mehr beanspruchen. Ansonsten alle, die Ritter Plus sind, beanspruchen dürfen grundsätzlich und noch kein Gebiet haben und noch keine Kolonie haben. So, jetzt haben wir es mal so passend zusammengefasst. Ja, was haben wir noch in Kolonien frei, die bezogen werden können? Wir haben noch frei die Hornigoldinsel. Dass man mit diesem Namen noch keinen Horny-Besitzer gefunden hat, ist auch schon sehr verblüffend. Vor allem, weil das auch eine der Inseln ist, die ein bisschen mehr Platz bietet, um was zu bauen. Dann hätten wir noch die Salzbank. Die ist ein bisschen knapper, aber hier kann man trotzdem immer noch was bauen. Also grundsätzlich geht das schon. Es gab die eine oder andere Insel, wo ich mir gedacht habe, da gibt es sehr viel mehr als der Bergfried, passt da eigentlich nicht hin. Da muss man sehr kreativ werden. Aber hey, das, die Salzbank. Und das war es noch, die zwei. Oh mein Gott, wir sind ja wirklich in 3 Monaten durch. Wenn jetzt wirklich jeden Monat ein Gebiet besetzt wird, sind wir in 3 Monaten durch. Das heißt April, im Mai, Juni, Juli. Ja, im Juli. Königreich entsteht Juli, wird wahrscheinlich das letzte Gebiet vergeben. Dann müssen wir natürlich warten, bis neuer Kartennachschub da ist. Aber ich habe ja schon gesagt, in der Zwischenzeit können wir uns natürlich zusammen hinsetzen und unser Hauptkönigreich nochmal überarbeiten. Dann können wir mal wirklich die paar Monate nutzen, die Maps noch brauchen, falls sie noch nicht fertig sind bis dahin. Um einfach mal in unserem Hauptkönigreich herzugehen und unsere Burg ein bisschen umzugestalten. Wir haben ja schon die ganzen Ställe, die außen rum sind und das Dorf mit der Palisade. Gerade so wie die anderen Gebiete sich entwickelt haben, muss unser Hauptgebiet sich auch weiterentwickeln. Und das würden wir dann machen. Und wir würden dann mal wirklich hergehen und sagen, jo, wir... So, dann nochmal zurück. Wir upgraden mal unsere Map ein bisschen. Okay, ja, das wäre es soweit gewesen. Nur noch 3 Maps übrig, eine im Hauptgebiet und jetzt hier die 2 Hornigoldinsel und die Salzbank. Bei den Kolonien, jeder, der beanspruchen will und mindestens Ritter Plus ist, darf das gerne tun. Und... ja, das wäre es soweit gewesen mit Ein Königreich steht im April. Und wir sehen uns dann im Mai wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für alle, die mitmachen und unterstützen. Und auch für die Leute, die zusehen, sich allgemein für das Projekt interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.